Sonntag. Und Paul wird vom Workaholic zum Globetrotter. Hat denn alles geklappt mit deiner heimlichen Internetbuchung? Ja, ja. Aber ohne die Hilfe von deinem Timmy hätte ich das nie hingekriegt. Na, wenigstens ist auf meinen Sohn Verlass, wenn es bei seinem Vater schon nicht klappt. Wie? Ist denn sein Geschenk zu Timmys Geburtstag immer noch nicht da? Nein. Er hatte weder Zeit zu kommen, noch Zeit, Tim das versprochene Fahrrad zu schicken. Weißt du, wie immer, der versteckt sich einfach hinter seiner Arbeit. Hm, naja, aber das kann dein Paul jetzt nicht mehr. Stimmt, zum Glück. Ich muss los. Viel Spaß beim Feiern. Olé! Guten Tag. Entschuldigen Sie. Ja? Hier soll ein Ferienhaus sein. Was denn für ein Ferienhaus? Das hier. Ja, mei. Da sind ja gar keine Berge im Hintergrund. Das muss ganz woanders sein. Das glaube ich jetzt nicht. Da hat mir einer ein Ferienhaus angedreht, das es gar nicht gibt. Schon möglich. Und angezahlt hast du auch schon? 300 Euro. Oje. Entschuldigung. Aber hier in Bayern wird man sagen, sowas kann in einem Preisen passieren. Viel Glück. Servus. Ja, hallo, frei hier? Nein, 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 Sie stören überhaupt nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Bist ja schon. Hast aber fleißig gespart, hä? Bitte schön. Danke. Ja, Mensch, Paul, dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft. Also, wenn du irgendwas brauchst, ein Rad vielleicht, du weißt jederzeit. Ich könnte zum Beispiel einmal die Woche hochkommen. Vielen Dank fürs Angebot, aber ich glaube, das ist überhaupt nicht notwendig. Ja, gut. Aber vielleicht dann doch noch einen Tipp aus meinem reichen Schatz der Erfahrung. Die besten Vorhersagen kommen nicht aus dem Computer, sondern aus Kopf und Bauch des Wetterrads. Genau, ihr kommt ja alle aus der Computergeneration, deswegen sage ich es immer wieder. Du, ewig werde ich jetzt auch nicht hier oben bleiben. Ja? Ich habe mich letzte Woche für die Zentrale beworben. Du willst nach Offenbach? Ja, man muss ja auch irgendwie weiterkommen. Wie weiterkommen? Du bist doch schon hier oben, auf einer der bedeutendsten Wetterwarten der Welt. Ja. Du, jetzt musst mich entschuldigen, Paul, jetzt muss ich die neuen Daten da weitergeben. Aber jedenfalls, mach dir keine Gedanken, ja? Und genieß deinen Ruhestand. Wenn es einer verdient hat, dann du. Ja. Dein Frosch. Tschüss. Eine Frage noch.
Wissen Sie für einen armen, weitgereisten Preisen vielleicht zufällig die passende Unterkunft? Wie heißen Sie eigentlich? Lena. Und wir können ruhig du sagen, da sind wir hier lockerer. Also gut, Lena. Du kennst doch sicher eine Pension hier. Das ist im Moment wirklich schwierig. Es ist eigentlich alles ausgebucht. Ich kann doch jetzt nicht wieder zurückfahren. Ich bräuchte einfach was für ein, zwei Nächte. Es gibt da die Pension Sommer. Ja? Holzstraße 4. Aber ich weiß nicht, die wollten eigentlich wegfahren. Holzstraße 4? Ja. Gut, ich brauche einfach dringend Urlaub. Ich bin total überarbeitet. In einer Woche bin ich schon längst wieder in der Kanzlei. Also ich muss jetzt wirklich los. Sonst bin ich nicht bald ohne Arbeit. Servus. Entschuldigung. Servus. Und danke. Paul! Schön, dass du endlich da bist. Herzlichen Glückwunsch zu deinem letzten Arbeitstag. Naja. Nicht ganz freiwillig. Prost. Prost. Von deinen Kollegen? Ach, das ist aber originell. Der ist ja echt. Ja, nach 40 Jahren Dienst auf der Wetterwarte gibt's kein Plagiat. Warte, warte, Augen zu. Dass du keine Überraschungen magst. Bitte, Theresa, ich bin im Ruhestand. Ich habe ein Anrecht auf ein bisschen Ruhe. Von der kriegst du noch genug, wenn wir alt sind. Ich bin Rentner. Ich bin alt. Ach, alt werden wir später. Traumstrände, Paul. Mit weißem Sand und Palmen. Das zweitlängste Riff der Welt. Die Maya-Pyramiden. Und wir beide mittendrin. Paul, in Mexiko gibt's doch auch ein Wetter. Ich will ja nicht gleich dorthin ziehen, nur einfach mal weg. Denk doch an die vielen Klimazonen. Die Tropen, die Subtropen, alpines Klima, Wüstenklima. Die Welt steht uns offen, Paul. Ich gehe ins Bett, ich brauche keine Welt. Aber ich, gemeinsam mit dir, das ist mein Lebenstraum. Du bist doch bestimmt da raus, ha? Huh? Na komm, mein kleiner Frosch. Komm. Wo bist du denn? Na komm. Ja. So. Was mache ich denn jetzt mit dir, ha? Huh? Du wirst doch bestimmt kein Prinz. Weißt du was? Ja. Ich lass dich einfach. Frei. Guten Tag. Christian Frei. Hätten Sie eventuell noch ein Zimmer für mich? Ich weiß, Sie haben geschlossen, aber... Ja. Dann verzeihen Sie die Störung. Nein. Ja, nein, ich hätte schon noch ein Zimmer frei. Wenigstens für ein paar Tage. Ja, das reicht. Ja. Ja, dann... Ist das nicht eine herrliche Aussicht? Ja, ganz wunderbar. So, endlich Urlaub. Das erste Mal seit 5 Jahren. 5 Jahre nicht? Ja, und diesmal ist nicht mal ein Gerichtstermin dazwischen gekommen. Sie sind Anwalt? Ja. Anwalt? Mein Mann, Paul Sommer. Herr Frei, unser Hausgast. Nur für ein paar Tage. Hallo, freut mich. Wenn Sie Anwalt sind, dann können Sie mir sicher sagen, ob man die Zwangsrente mit 65, ob man die anfechten kann. Juristisch meine ich. Herr Frei ist nicht hier, um zu arbeiten, Paul. Er ist hier, um sich zu erholen. Ist schon gut. Also das, was Sie Zwangsrente nennen, kann ich Ihnen sagen, ist durchaus rechtmäßig. Erst vor kurzem hat der Europäische Gerichtshof entschieden, die Klage einer Putzfrau abzulehnen. Rechtmäßig? Ich kann Ihnen sagen, was das ist. Das ist Altersdiskriminierung. Es schafft neue Arbeitsplätze für die, die nachkommen. Die, die nachkommen.
Die haben davor nichts Respekt. Paul. Keine Ahnung, aber nur die Karriere im Kopf. In Offenbach. Paul. Frühstück gibt's zwischen 8 und 10. Und wenn Sie mal zu Abend essen wollen, dann sagen Sie Bescheid, ja? Gut. Das frage ich dich. Wo ist mein Wetterfrosch? Ich habe ihn freigelassen. Das war mein Abschiedsgeschenk. Ja, das ist ein sehr schönes Abschiedsgeschenk. Aber irgendwann muss er ja zurück in die Natur. Ja, und genau deshalb wollte ich ihn freilassen. Also du oder ich, wo ist da der Unterschied? Das war mein Wetterfrosch, verdammt noch mal. Theresa. Ach, Lena. Und? Freut sich Paul über Mexiko? Er ist das reinste Tiefdruckgebiet. Er ist beleidigt und macht mich für das deutsche Rentensystem verantwortlich. Bei meinem Vater war es genauso, als er in Rente gegangen ist. Und deine Mutter? Die hatte unendlich viel Geduld und Verständnis. Und weißt du, irgendwann ist er dann aus seiner Höhle auch wieder rausgekrochen. Das ist ein großer Einschnitt, Theresa. Lass ihm noch einfach ein bisschen Zeit. Der Flug ist am Sonntag. Die ganzen Jahre habe ich Rücksicht auf ihn genommen. Er hat immer geglaubt, ohne ihn gibt's kein Wetter in Bayern. Ich habe mein Fernweh einfach zurückgestellt und habe mich jetzt so gefreut, dass Paul und ich endlich mal Zeit füreinander haben, dass es jetzt richtig losgeht. Er ist ein Mann, Theresa. Er muss einfach selbst drauf kommen, dass er mit dir nach Mexiko will. Und wie mache ich das, dass er selbst drauf kommt? Hallo. Ah. Herr Frei. Dass wir uns so schnell wiedersehen. War eher unausweichlich. Ich bin die Nachbarin. Ich bin übrigens Christian. Frau Sommer, ich habe Ihnen noch gar nicht erzählt, was mir passiert ist. Bitte stell dir vor, Theresa. Irgendein Betrüger hat eine unserer Gemeindeweiden als Adresse für ein Ferienhaus angegeben. Hat das dann im Internet angeboten und eine saftige Anzahlung kassiert. Sauber. Das müssen Sie aber schon anzeigen, oder? Ja klar, ich bin gerade auf dem Weg zur Polizei. Anzeige gegen Unbekannt werde ich stellen. Ach, mein Schweinebraten. Entschuldigung. Lena, kannst du mir den Weg zur Polizei sagen? Ja, also, weißt du was? Ich glaube, ich bring dich besser hin. Du willst aber jetzt nicht da deine Wetterkarte aufhängen. So, passt. Ja, was ist mit meinem Bild? Da, der Himmel, die Tempelpyramide, das ist Mexiko. Ja, wir finden einen anderen Platz dafür. Meine erste Wetterkarte. Orkantief Quimburga. Genau, Orkantief Quimburga, 13. November 1972. 91 Tote allein in Deutschland. Daran willst du erinnert werden? Das findest du geschmackvoll. Ja, die Wetterlage war seit Tagen hochbrisant. Über dem Atlantik hatte sich ein Viererdruckfeld gebildet. Ein hoch über Labrador, eins südlich der Azoren. Nördlich von Schottland befand sich ein Orkantief mit einem Kerndruck von weniger als 960 Hektopascal. Davon hat sich ein Randtief abgespalten, das dann mit der herrschenden starken Höhenströmung sehr rasch nach Osten fuhr. Ich kann es nicht mehr hören! Es tut mir jetzt leid, Paul. Ich dachte, das interessiert dich. Aber das hat dich wohl eher nie interessiert. Genau, Frei. Mit Y. Ja, gut. Gott sei Dank habe ich dann eben doch noch eine Unterkunft gefunden. Was ich nur Lena zu verdanken habe. Sie werden doch sicher, erzählen Sie mal, einen E-Mail-Verkehr mit dem mutmaßlichen Täter gehabt haben, ne, der jetzt wahrscheinlich auf den Fidschis oder sonst irgendwo herumsitzt. Ne. Ja, und das Empfängerkonto, ne, das brauchen die auch noch. Nein, da gab es keinen Verkehr. Ich habe einfach nur das Geld überwiesen auf das Empfängerkonto, was auf der Internetseite angegeben war, warten Sie. Mhm. Das gibt's doch nicht. Die Seiten, die ist...
verschwunden. Ne? Das war heute Morgen noch da, das höre ich Ihnen. Das, ja, das weiß ich schon, aber da waren Experten waren da am Werk. Na, jetzt kann ich nur hoffen, dass Ihre Bank Ihnen wenigstens weiterhelfen kann. Wissen Sie was, ich gebe die Anzeige einfach in Hamburg auf. Ja, gut. Ja. Bring dir wieder mal ein Stück Apfelkuchen vorbei. Gern. Servus. Servus. Anwalt zu sein, schützt eben nicht vor Torheit. Weißt du was? Um mich ein bisschen aufzumuntern, würde ich dich jetzt ganz zum Essen einladen. Ich weiß nicht. So spontan hat noch nie eine Frau meine Einladung angenommen. Na gut. Hallo Theresa, du bist der Tim bei euch? Könnt ihr heute am Abend vielleicht auch mit euch essen? Ja, bei mir wird es nämlich später. Danke, Theresa. Servus. Tim ist mein Sohn. Und gibt's zu dem Sohn auch einen Vater? Die erste Regel in Bayern ist, nicht so neugierig sein. Wo ist überhaupt Mama? Nicht mit vollem Mund, Timmy. Bei der Polizei ist sie. Bei der Polizei? Ist was passiert? Unser neuer Hausgast, der Herr Frey, ist einem Internetbetrüger aufgesessen. Schöner Anwalt. Von nix eine Ahnung. Wieso Internetbetrüger? Er hat ihm ein Ferienhaus vermietet, das es gar nicht gibt. Und jetzt zeigt er diesen Verbrecher an. Sag ich dir nicht immer, pass auf, mit wem du dich im Internet einlässt. Da wimmelt's nur so von Gaunern. Steht auch jeden Tag was in der Zeitung. Ich muss noch Hausaufgaben machen. Und du arbeitest für den Bürgermeister? Ich bin praktisch sowas wie sein Smartphone. Von mir kriegt er alles, was er so braucht. Also ich meine... Entschuldigung. Ja, das ist wichtig, da muss ich ran. Herr Dr. Wiegand? Nein, nein, Sie stören doch nicht. Ja? Ah, verstehe. Ja? Dann vielleicht lesen Sie mir mal die ersten paar Zeilen vor des Schreibens. Ja. Ja, das hört sich nämlich an, als hätte das Amtsgericht jetzt einen Insolvenzverwalter bestellt. Ja. Sie können es einfach. Ja? Ah, verstehe. Und dann wissen Sie was? Wenn Sie Lust haben, mir das Mandat dafür auch zu übertragen, dann legen Sie es einfach aufs Fax, schicken Sie uns rein, ich kümmere mich drum. Na klar, ist doch selbstverständlich. Kein Problem, sehr gerne, Dr. Wiegand. Gut, alles klar. Schönen Abend. Das ist unser wichtigster Mandant. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Bürgermeister. Ah ja. Der übrigens nicht der Vater von meinem Kind ist. Auf die Idee wäre ich auch gar nicht gekommen. Weißt du, wir sogenannten Preußen sind ja gar nicht so neugierig, wie du vielleicht glaubst. Übrigens, Hamburg ist nicht Preußen. Das wäre genau genommen Berlin. Aber es macht nichts. Ich meine, wer von euch Bayern war schon mal nördlich der Mainlinie? Zufällig ich. Ja? Ja. Und wo hat's die Bayerin dahin verschlagen? Die Tirolerin, nach Düsseldorf. Und dann hat die Tirolerin versucht, mit einem Düsseldorfer in Bayern einen Kompromiss zu schließen. Das hat nicht funktioniert. Aber das mit den Preisen, das darfst du gar nicht so ernst nehmen. Ja, das sagen sie hier immer so. Das ist liebevoll gemeint. So, so. Dr. Wiegand, ja? Nein, aber woher? Sie stört doch nicht. Das ist wichtig. Ja? Sie machen sich jetzt Sorgen, wie das weitergeht, die ganze Angelegenheit. Passen Sie auf, der Insolvenzverwalter, der mit diesen Prüfungen kommt, in der Insolvenzmasse noch genügend verwertbares Vermögen ist. Ja, wenn das dann so ist, dann kann es passieren, dass wir dann aber auch prüfen, natürlich, ob die Ausschüttung, die Sie noch in den bekommen, ob die rechtens sind. Wenn nicht, nein. Da kann ich wiederum prüfen, ob mein Anspruch an Schadensersatz ist. Selbstverständlich. Natürlich. Ja, ja, da müssen Sie keine Angst haben. Okay. Gut, ich melde mich dann wieder. Tut mir leid. Deshalb bin ich wahrscheinlich ohne Frau und Kind, weil die Arbeit einfach alles von mir fordert. Wahrscheinlich. Übrigens, mein Ex, der ist dir sehr ähnlich. Ja? Ja, er hielt seinen Job auch für ein Aphrodisiakum. Deshalb sind wir geschieden. Und jetzt muss ich los, weil genau aus diesem Grund ist mein Sohn jetzt ganz allein zu Hause. Wenn wir schon dabei sind, können Sie auch gleich mit mir abrechnen.
Ja, gerne. Was meinst du? Bestünde unter Umständen die Chance, den durchaus richtigen Eindruck, den du von mir gewonnen hast, durch ein erstklassiges Plädoyer wieder zurechtzurücken? Schachtelsätze gehören wohl auch zu deinem Job. Genauso wie nicht so schnell aufzugeben. Mach's gut. Tschüss. Ist was passiert bei dir? Du hast dir Sorgen um mich gemacht. Das ist alles gut. Jetzt aber schnell rein. Ich habe mich immer für dich interessiert, Paul. Und ich weiß auch, wie tiefgreifend so eine Veränderung ist. Aber das hast du doch gewusst. Du hättest dich doch langsam darauf vorbereiten können. Auf was? Auf lauter leere Tage? Die man alles sinnvoll ausfüllen kann. Du brauchst halt eine Aufgabe. Ich war ausgefüllt. Ich hatte eine Aufgabe. Seit mein Vater mir ein Buch über das Wetter geschenkt hat. Da war ich 12. Das Buch hat mir alle meine Fragen beantwortet. Warum ist der Himmel blau? Was ist ein Kaltlufttropfen? Warum weht der Wind vom Hoch ins Tief? Und das, Theresa, das hat mich nie wieder losgelassen. Ich wollte nur noch eins, Wetterwart werden. Und du bist ein sehr guter geworden. Deine Vorhersagen haben immer gestimmt. Naja, fast immer. Jedenfalls habe ich nie so Anrufe gekriegt wie mein Kollege Hermann. Nur damit Sie es wissen, gerade werden von der Feuerwehr 30 Kubikmeter ihrer leichten Bewölkung aus meinem Keller gepumpt. Aber das zählt ja alles nicht mehr. Das wissen die Erfahrung. Nur weil man 65 ist. Du hast mehr erreicht als die meisten Menschen. Du hast deinen Traum leben können. Du warst der Leiter der wichtigsten Wetterwarte Deutschlands. Der Welt. Wo du eine Tür zumachst, geht eine andere auf. Ich hab sie aber nicht zugemacht. Die haben sie mir vor der Nase zugeschlagen. Und einen Jüngling auf meinen Platz gesetzt, der alles besser weiß. Er ist ein Mann. Was willst du denn damit sagen? Männer sind stolz. Ihr wollt keinen Rat. Ihr wollt immer selber drauf kommen, was gut für euch ist. So kindisch. Also du meinst, der Bernhard braucht meine Hilfe? Gibt es bloß nicht zu. Irgendwann bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Bei deiner Erfahrung wirst du es sehen. Morgen. Morgen. Wo willst du denn hin? Ich schau mal rauf zur Wetterwarte, wie es da so läuft. Du brauchst doch dem Bernhard jetzt nicht hinterherlaufen. Ich lauf dem noch nicht hinterher. Ich sag dir was. Ich bring dem den Gugelhupf. Mit einem schönen Gruß von dir. Ach du. Bis später. Bis später. Servus, Paul. Servus, Lena. Morgen, Theresa. Morgen. Wo will denn Paul heute schon so früh hin? Zur Wetterwarte. Er glaubt, es geht nicht ohne ihn da oben. Aha. Frühstück? Ich hab noch Weißwürste von Paul. Du, ich hab schon mit Tim gefrühstückt. Aber wenn du noch eine Tasse Kaffee für mich hast? Gerne. Mein Gott, warum ist die Arbeit für Männer nur so wichtig? Wichtiger als das gemeinsame Frühstück, wichtiger als in Ruhe zusammen Abend zu essen. Männer wollen sich immer aneinander messen, wollen ihre Muckis zeigen. Im Sport und in der Arbeit. Ja, die wollen immer gewinnen, wollen respektiert werden. Gut, das wollen wir Frauen auch. Ja, aber es ist wie bei den Tieren. Die Tüpfelhyäne zum Beispiel. Was, Tüpfelhyäne? Ja, das Männchen wird mit voll ausgebildeten Zähnen geboren und ist so aggressiv, dass es seine Brüder zerfleischt. Das tut das Weibchen nicht. Das hat mir mal ein Wildhüter in Afrika erzählt. Deshalb will Paul jetzt hoch. Ja, und zerfleischt seinen Nachfolger. Paul hat einfach Angst vor der Rente.
Männer haben keine Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Die haben Angst vor dem Verlust der Männlichkeit. Moin. Ah, morgen. Hallo, morgen. Lena. Frühstück? Ja, gerne. Eine Tasse Kaffee. Setzen Sie sich doch. Nein, danke. Ich muss noch arbeiten. Und dann möchte ich gleich den Morgenelan nützen. Sag ich doch, Tüpfelhyäne. Aber eine besonders sympathische, oder? Ach du, ich muss jetzt wirklich los, du. Es ist ja schon so spät. Servus. Ciao. Servus, Bernhard. Paul. Schau mal her. Von meiner Theresa. Für dich zum Einstand. Ja, ja. Lecker. Danke. Ich mach sowieso gerade Kaffee. Schau. Da drüben. Quellwolken. Man könnte meinen, dass es ein Gewitter geben wird. Aber da drüben fallen die Wolken schon wieder zusammen. Na bitte, was habe ich gesagt? Loslassen ist nicht so einfach, ne? Gibt's was Schöneres, als wenn sich am Morgen die ersten Sonnenstrahlen in unserer Glaskugel bündeln? Also mir ist das Teil zu wartungsintensiv. Jeden Tag Diagrammwechsel. Zukünftig wird die Sonnenscheindauer nur noch elektronisch gemessen. Elektronisch? Ich benutze noch nicht mal den Zeilometer. Und die Wolkenhöhe messe ich immer noch mit den Augen. Laserlicht ist schon ein bisschen genauer als das Auge. Falsch, Bernhard. Mit der ganzen Elektronik und der ganzen Automatik handeln wir uns nur jede Menge Informationsverluste ein. Wenn das so weitergeht, wird es bald keine bemannten Wetterwarten mehr geben. Das ist eben der Fortschritt. Der Fortschritt? Dass wir uns selber überflüssig machen? Wir haben den schönsten Beruf, den es gibt, Bernhard. Lass dich nicht auf diesen Schmarrn ein. Du sprichst immer von wir, aber Paul, du warst Wetterwart. Du bist keiner mehr. Akzeptier es endlich. Ja? Schwarzer Kaffee allein reicht nicht. Sie brauchen ein richtiges Frühstück. Weil dann das Gehirn besser arbeitet, auch für die Konzentration. Das ist ganz entzückend, aber vielen Dank. Ich habe eigentlich gar keinen Appetit. Ich habe so Kopfschmerzen. Das muss am Föhn liegen. Okay. Wir haben doch gar keinen Föhn. So. Zitronen im Kaffee? Ja, ein altes Hausmittel von meiner Großmutter. Trinken's. Und jetzt die Hände auf die Nieren legen. Da, direkt auf die Haut. Ja? Oh, ich nehm doch lieber eine Tablette. Zu viele Tabletten sind ungesund. Moment, darf ich mal? Und genauso ungesund ist es, wenn Sie ständig arbeiten. Na, was soll ich denn machen? Ich muss ja, sonst verliere ich meine Männlichkeit, nicht? Wie kommen Sie denn darauf? Tüpfelhyäne? Aha. Sie brauchen Erholung. Da. Und wenn Sie mir jetzt noch versprechen, dass Sie ab jetzt weniger arbeiten, dann koche ich Ihnen heute einen echt Hamburger Labskaus. Labskaus? Extra für Sie. Und? Die Kopfschmerzen? Weg? Weg. Na also. Heute. Stimmungstief. Mit lokalem Regenschauer. Oder regnerischen Lokalschauern. Eher schauerlicher Lokalregen mit lokalen Schauerregen. Ja.
Ab jetzt wird alles anders. Ab sofort mache ich Urlaub. Ich habe auch immer jede Menge gute Vorsätze fürs neue Jahr und halte sie nie ein. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du mir die Gegend zeigen würdest. Tim kommt gleich nach Hause und eigentlich müsste er schon längst da sein. Und dann muss ich arbeiten. Andermal vielleicht? Vielleicht. Also wann? Wenn ich Zeit habe. Klar. Ich warte drauf. Natürlich hat die Luft ein Gewicht. Sonst würde sie doch davonfliegen. Die Luft würde davonfliegen. Sag mal, alles. Wo warst denn du eigentlich, Tim? Tut mir leid, ist meine Schuld. Ich hab Tim was über das Wetter erzählt. Es war so spannend. Ich muss jetzt jedenfalls los. Das Essen ist warm gestellt. Servus. Servus. Du erklärst das wirklich alles viel besser als die im Internet. Ja? Du meinst diese privaten Wetterseiten? Mhm. Kennst du dich aus mit dem Internet, hm? Ich bin Profi. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Du meinst, du würdest für mich auch so eine Homepage hinkriegen? Logisch. Und ein bisschen Aufbesserung vom Taschengeld kannst du auch gebrauchen, was? Logisch. Deal? Deal. Eine extra große Portion Lapskaus für Sie. Danke. Und eine extra große Portion für dich. Also dann, guten Appetit. Mahlzeit. Guten Appetit. Kennen Sie eigentlich Mexiko? Nein, leider nicht. Mexiko ist mein Sehnsuchtsland. Die faszinierenden Kulturen der Azteken und der Mayas, die Tempelpyramiden, die Sonne, das Meer. Ich war leider noch nie da. Ich auch nicht. Als ich noch Reiseleiterin war, sollte ich da mal hin, aber daraus ist nichts geworden. Warum nicht? Sie hat mich kennengelernt. Das stimmt. Aber ab kommenden Sonntag holen wir das alles nach, Paul. Ha? Mögen Sie keinen Lapskaus? Doch, natürlich. Okay. Ha? Also, wenn ich ehrlich bin, ein bayerischer Schweinebraten wäre mir lieber gewesen. Aber warum sagen Sie denn nichts? Na ja. Den kriegen Sie doch. Ich habe noch einen draußen von gestern. Ehrlich? Ja, natürlich. Na gut. Danke. Und Sie fliegen also nächste Woche mit Ihrer Frau nach Mexiko, ja? Also, ich weiß gar nicht, was Sie haben. Ich finde, das schmeckt ausgezeichnet. Ja? Was ist das? Das ist ein Sonnenscheinautograf. Ein Gerät zur Messung der täglichen Sonnenscheindauer. Und das da ist ein Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Solarsensor. Ich weiß, was das ist. Ich möchte nur wissen, was das soll. Du hast ja gesagt, ich brauche eine Aufgabe. Meine private Wetterwarte. In meinem Garten? Auf dem Dach werden noch 4 Kameras installiert. Dann habe ich immer aktuelle Fotos von dem Wettergeschehen. 4 Kameras auf unserem Dach? Ist doch großartig, Theresa. Und morgen kommt die spezielle Software für die Homepage, die Tim gerade für mich macht. Muss das jetzt alles vor Mexiko sein?
Fliegen wir jetzt nicht, oder was? Muss doch nicht gleich sein. Ja, das kenne ich schon. Dann ist es nie. Und ich, blöde Kuh, habe meinen Beruf für dich aufgegeben. Was hätte ich für Reisen machen können? Was hätte ich alles sehen können von der Welt? Komm. Ich habe dich nicht dazu gedrängt. Das war alles freiwillig. Ja, weil ich für dich da sein wollte. Wir wollten Kinder haben. Nur hat's mit Kindern nicht geklappt. Wir haben doch trotzdem viel miteinander erlebt. Alpenspaziergänge im Gewitter. Hauptsache, du hast deine tollen Eisschirme gesehen. Wichtiger als eine Familie war dir immer die Wolkenfamilie. Altostratus, Nimbostratus, Cumulus, Cumulonibus. Ja, du hast mich trotzdem geheiratet. Weil es mir gefallen hat, wie sehr du für etwas brennst. Ich konnte ja nicht ahnen, dass in meinem Tiefkühlfach immer lauter Hagelkörner liegen würden. Nur außergewöhnlich schöne. Und wenn ich vorgekocht habe und es eingefroren habe, dann hast du es rausgelegt. Alles für den Müll, weil alles aufgetaut ist. Ja, aber dafür hast du meine Hagelkörner in die Sonne gelegt. Bitte. Wie gewonnen, so zerronnen. Genau wie meine Vorstellung von unserem Leben. Nein, Herr Dr. Mertens, das ist jetzt nicht direkt mein Spezialgebiet, aber wenn Sie wollen, kann ich mich da ein bisschen einlesen die nächsten Tage und dann, ja, dann würde ich mich bei Ihnen melden und Ihnen eine Strategie vorschlagen. Ja? Gut, dann machen wir das so. Gut, bis dann. Wiederhören. Wissen Sie, wofür ich und meine Pension bekannt sind? Dass meine Gäste zufrieden und erholt nach Hause kommen. Ich will keinen Krankenwagen mit Blaulicht da drunten vor der Tür sehen. Das schadet meinem guten Ruf. Entschuldigung. Deswegen sind Sie wütend auf mich? Im Augenblick fühle ich mich wie ein Orkan tief. Schlimmer noch, wie ein Hurricane. Ich könnte Ihnen... Es tut mir leid. Wissen Sie was, Frau Sommer? Ich habe mich ja jetzt schon ziemlich gut erholt. Aber wenn Sie es beruhigt, dann erhole ich mich noch mehr. Das Problem ist nur, ich kenne mich überhaupt nicht aus hier. Aber ich kenne mich aus. In einer halben Stunde. In einer halben Stunde? Gut. Sommerrodelbahn? Sommerrodelbahn? Alles klar? Ja! Das ist toll. Oh. Ein Riesenspaß. Ja. Eben. Dankeschön. Fahren wir gleich nochmal? Boah, nein. Ich glaube, ich brauche jetzt erst mal ein Bier, oder? Auch gut. Ja. Auf geht's. Fertig. Das ist ganz, ganz toll. Wir sind ein super Team. Hier. Für dein neues Fahrrad. Danke. So, und jetzt zeige ich dem da oben, dem Bernhard, mal, was eine korrekte Vorhersage ist. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ich will mal Wetterwart werden, genau wie du. Und auch die Fantasie der neuen Leitung unserer Wetterwarte. Wetterwarte. Hier ist trocken. So ein Schiedwetter ist das aber auch. Bloß ein Schauer, der geht gleich vorbei. So. Gut. Mir hat lange nichts mehr so viel Spaß gemacht. Mir auch nicht, ganz ehrlich. So, ihr Bier. Ah. Dankeschön. Bitte sehr. Prost. Prost. Warum tun wir eigentlich nicht öfter das, was uns gut tut? Keine Ahnung. Vielleicht, weil wir Angst haben, dass man uns währenddessen ersetzt.
Wer ersetzt wird, ist nicht wichtig. Und wichtig wollen wir alle sein. Ja, ich wollte auch wichtig sein für meinen Mann. Ich habe sogar meinen Beruf als Reiseleiterin aufgegeben. Obwohl ich für mein Leben gern reise. Kennen Sie nicht dieses Gefühl von Fernweh? Diese Sehnsucht nach fremden Ländern, anderen Menschen, anderen Kulturen. Na klar. Als Studenten waren wir in den Semesterferien immer mit dem alten Campingbus unterwegs. Ich habe mich nie wieder so frei gefühlt. Frei und grenzenlos. Ja, dann verliebt man sich, dann verschiebt man das auf später, dann kommt später. Und dann ändert sich trotzdem nichts? Ich habe in meiner Ehe immer eine Konkurrenz gehabt. Das Wetter. Ja, es hat Paul das gegeben, was ich ihm nicht geben konnte. Es war jeden Tag anders. Sagen Sie, warum setzen Sie sich nicht einfach in den alten Campingbus und Sie mal ohne Ihren Mann los? Sie haben Ideen? Nein, das meine ich ernst. Ich habe jetzt auch eine Idee. Wir trinken auf das Du. Na? Gut. Theresa. Christian. Prost. Prost. Theresa, du kennst dich bei euch vielleicht jemand mit kaputten Geschirrspülmaschinen aus? Oh, ich bin Spezialist. Oh, er kann von der Arbeit wohl wirklich nicht genug bekommen. Im Gegenteil, er fängt gerade mit der Erholung an. Also dann? Ja. Die waren total verstopft. Ja? Glaubst du, kriegst du das alles wieder richtig zusammen? Klar, ich bin Meister im unterm Spülbecken Geschirrspülmaschinen Rohrteile wieder zusammensetzen, wirst du sehen. Also, das Kinderspiel. Das müsste jetzt hier kommen. Ja, das. Was mit dem? Ja, das ist dann das genau letzte Teil, auf das ich gewartet habe. Was hier? Und das ist braun. Nein. Nein. Siehst du? Passt. Wie das letzte Puzzlestück. So. Aha. Und jetzt. Installation general. So. Moment. Das kommt hier. Nein. Und das. Christian. Moment. Was ist mit dem? Warte mal eine Sekunde. Ich muss noch. Was? Ist da noch eins? Ja. Das gibt's doch nicht. Vielleicht ist das doch auch eher eine Angelegenheit für den Kundendienst. Für sowas habe ich kein Geld. Dann brauchst du einen reichen Mann. Lieber einen, der Zeit hat.
Ich hatte Zeit gestern Nachmittag, du hattest keine. Weil ich das Geld verdienen muss, das ich nicht habe. Ja, wieso mal da zusammenkommen, ne? Ja. Vielleicht am Sonntag. Sonntag? Sonntag finde ich gut. Tim, das ist mein Sohn. Hi Tim, alles klar? Bin ich so furchterregend? Also ich rede mal mit ihm. Du hast es mir versprochen. Kein Mann kommt ins Haus, den du nicht magst. Ich kann ihn nicht leiden. Du kennst Christian doch gar nicht. Ich kann ihn trotzdem nicht leiden. Er war nur hilfsbereit. Und in ein paar Tagen reist er wieder ab nach Hamburg. Ehrlich? Er ist nur Theresas Feriengast, sonst nichts. Komm her. Jetzt ab. Jetzt Zähne putzen, hm? Bist du wirklich so unglücklich mit mir, Theresa? Ich mag unser Leben. Und durch die Hausgäste habe ich ja auch genügend Abwechslung. Es ist nur, weißt du, da bin ich wirklich froh, weil ich möchte, dass du glücklich bist. Heute zum Beispiel, da hatte ich so einen schönen Tag. Ich hatte so viel Spaß mit Christian auf der Sommerrodelbahn. Und ich frage mich, wann wir das letzte Mal so... Also mein Tag, der war auch großartig. Weil Tim, der hat mir eine eigene Homepage eingerichtet. Meine eigene private Wetterseite. Jetzt kann der Bernd da oben sich aber warm anziehen, sage ich dir. Für morgen hat er leichten Regen angesagt. Und? Wird es regnen? Nein, wird es nicht. Und warum wird es nicht regnen? Weil die Sonne am wolkenlosen Himmel rot und in einem leichten Dunst untergegangen ist. Wenn es am nächsten Tag regnet, dann neigt sie sich gelb und stechend dem Horizont zu. Und der ist nicht rot, sondern gelb, fast quittengelb. Aber dafür müssen wir Augen im Kopf haben und ein Gefühl. Und mir zu sagen, dass ich kein Meteorologe mehr bin. Ich gehöre noch lange nicht zum alten Eisen. Bist du auch noch wach? Mhm. Es war ja auch ein aufregender Tag. Vielleicht soll ich mich wirklich irgendwann in einen Campingbus setzen und einfach losziehen. Nicht irgendwann. Jetzt. Los. Ich bin ja noch nie mit so einem Ding gefahren. Oh. Na? Et voilà. Das ist nicht dein Ernst. Was du heute kannst besorgen? Paul? Ist das okay für dich, wenn ich heute mit Herrn Frey noch mal einen Ausflug mache? Alles, was dich glücklich macht, Theresa. Er will nur seine Ruhe vor mir. Ich hol mal schnell meine Sachen, ja? Ich finde das sehr nett von Ihnen, dass Sie sich um meine Frau kümmern. Sie ist in letzter Zeit etwas unausgeglichen. Das ist nicht Mexiko, das ist das Alter. Sie hat plötzlich Angst, etwas zu versäumen. Sie braucht eine neue Aufgabe, etwas, wofür sie brennt. Ja, ich muss jetzt rüber zu Tim. Er hat heute später Schule. Hier, das Wetter von heute eingeht. Ja. Von mir aus kann man fahren. Also gut. Ich? Ja, du.
Natürlich, warum nicht? Sind doch schön. Donauf. Ach so. Ja, das wird schon. Also dann, auf geht's. Machen wir's. Jetzt geht's erstmal durch den Wald, aber da oben wird schon ganz schön steil. Ja, ja. Und? Was machen deine Schuhe? Die genießen die Aussicht. Schön, oder? Ja. Jetzt wird's felsig. Ja, machen wir auch mal eine Rast? Jetzt schon? Schauen wir mal. So, weiter. Na gut. Auch wenn du die Sonne verdeckst, es wird heute nicht regnen. Gut, dann kommen wir doch gleich mal zum Punkt. Was ist das denn? Was soll das? Das ist meine private Wetterwarte. Ohne Zeilometer. Die Wolkenhöhe messe ich mit den Augen, wie in der guten alten Zeit. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. So auch die Fantasie des neuen Leiters unserer Wetterwarte. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Die Vorhersage war richtig, bloß das Wetter war falsch. Das ist besonders witzig, Paul. Sehr witzig. Oder auch heute ist der Himmel gewölbt, aber das ist auch das Einzige, womit der neue Leiter der Wetterwarte recht hat. Da macht das natürlich alles Sinn hier. Der von heute ist auch nicht schlecht. Hier. Heute Morgen ist die Luft besonders frisch. Sie war ja auch die ganze Nacht draußen, erklärt unser neuer Leiter von der Wetterwarte. Die neue Meteorologengeneration, fortschrittlich und weise. Weißt du, was du bist? Ich weiß, was du bist. Einer, der Fehler macht, zu viele Fehler macht. Aber dass du dir was sagen lässt, dazu bist du zu überheblich. Es gibt Leute in unserem Beruf, die können den Himmel lesen. Aber du bist ein meteorologischer Analphabet. Soll ich dir mal die Wahrheit sagen? Die Leute im Tal, die lachen schon über dich. Armer alter Mann, den ich loslassen kann. Wie schwer sie dir fallen wird, diese bedeutungsvolle Veränderung. Aber ich möchte dir zeigen, dass das Leben trotzdem weitergeht. Und deshalb lade ich dich ein, mit mir zu deinen Göttern zu reisen. Zu Cha'ak, dem Regengott. Zu Hurakon, dem Gott des Windes. Und Kinich'acha, dem Sonnengott. Sie wollen dir auf ihre Art Danke sagen für die gute Zusammenarbeit. Und ich? Ich freue mich auf uns, Paul. Deine Theresa. Tim! Ja? Willst du immer noch Wetterwart werden? Ja! Wenn du wirklich Wetterwart werden willst, Tim, dann denk immer daran, das ist nicht nur ein Beruf, das ist eine Leidenschaft, die dich nie wieder loslässt und alles von dir abverlangt. Nachts zum Beispiel, wenn es schneit, dann musst du raus den Schneefall messen, weil der Schneefall nur so gilt. Und wenn es donnert und stürmt, dann hängst du am Fenster. Und wenn's hagelt, dann sammelst du die Hagelkörner auf und tust dir die Tiefkühltruhe und kriegst Ärger. Zuerst mit deiner Mutter, später mit deiner Frau. Aber das Wichtigste, du hast nie Pause, weil das Wetter nie Pause macht. Willst du das? Willst du das wirklich? Wenn du mir alles beibringst. Abgemacht. Ja. Viva Mexico!
Hoppala. Ah. Geht's? Alles gut? Ja. Gleich haben wir es geschafft. Weiter. Ja. Servus, Bernhard. Keine Angst, ich hab's kapiert. Ich misch mich nicht mehr ein. Da kannst du auch zufrieden sein jetzt. Ich habe so viele Beschwerden bekommen, weil meine Prognosen in letzter Zeit so ungenau sind. Natürlich immer mit dem Hinweis auf deine Website. Oh. Es tut mir leid. Wirklich. Weißt, die haben ja alles beigebracht auf der Uni. Alles. Nur nicht, wie man auf seinen Kopf und seinen Bauch hört. Das brauchst du doch nur hier oben, nicht in Offenbach. Die haben meine Bewerbung abgelehnt. Ich sag's dir, Paul, jetzt könnte ich ein paar Ratschläge von einem alten Hasen wirklich gut gebrauchen. Aber vorerst nur bis morgen früh. Dann muss ich Theresa mit den Vorbereitungen für Mexiko helfen. Das klingt super. Ich soll eben Theresa anrufen und ihr sagen, dass ich heute Nacht noch mal hier bleib. Darf ich dich mal was fragen, Theresa? Hm? Wie hast du nicht gewusst, dass Paul der Richtige ist? Hm. Er hat mich an die Hand genommen, das erste Mal. Unsere Finger haben sich ineinander verschlungen. Hm. Irgendwann wusste ich nicht mehr, zu wem welcher Finger gehört. Das war alles? Das war so viel. Und du? Wenn du ständig in deiner Kanzlei hockst und arbeitest, vermisst du da niemanden? Ich meine, hast du keine Angst, dass du was versäumst? Bisher nicht. Und jetzt? Jetzt fange ich langsam damit an. Ach, entschuldige. Hallo? Wo bist du? Bis morgen früh. Ja, dann. Viel Spaß. War das Paul? Jeder Gockel glaubt, die Morgensonne geht nur auf, weil er kräht. Er bleibt auf der Wetterwarte. Guten Morgen! Morgen. Na? Gut, dass wir gestern nicht mehr gefahren sind, was? Ja. Ich glaube, ich mache einen schnellen, starken Kaffee. Gute Idee. Aber ohne Zitrone, bitte. Ohne Zitrone. Ich gehe mal Brötchen holen. Semmeln. Ach, ja, genau, Semmeln. Semmeln, richtig. Bis gleich. Bis gleich. Thank you.
Christian. Die Semmeln sind da. Der Kaffee. Ich habe ihn vergessen. Oh je. Ich habe geträumt. Weißt du was? Träum du einfach noch ein bisschen weiter und ich kümmere mich drum. Hm? Mhm. Ja, wirklich nicht genug kriegen. Schon wieder auf dem Berg? Aber diesmal alleine. Entschuldige. Kein Problem. Vielen Dank, Christian. Tschüss. Ich muss mit Paul reden. Du verstehst das, ja? Ja. Bis später. Viel Spaß. Ah, Theresa. Ich hab noch was für dich. Hab ich vorhin gefunden, als ich Semmeln holen war. Danke. Danke dir für die schöne Tour. Ich hab gedacht, du bist bei der Arbeit. Weil du denkst, dass ich nicht da bin, kommst du jetzt vorbei, um mich zu besuchen. Was ist das? Juristische Logik? Ja, nein. Eher juristische Rhetorik zu Beginn der Verhandlungsführung. Aha. Und was willst du jetzt mit mir verhandeln? Ja, ob es sich womöglich unter Umständen im Bereich des potenziell Denkbaren bewegt, den Sonntag ein klein wenig vorzuziehen, weil bis Sonntag ist es einfach noch so lang. Kannst du ein Bild aufhängen? Das wäre eine Herausforderung für mich, ja. Ja. Genauso eine wie Abflussrohre zusammensetzen. Ungefähr, ja. Im Strafrecht gibt es ja die Resozialisierung. Also gut. Hoffen wir nur, dass am Ende die Wand nicht in sämtlichen Einzelteilen da liegt und du sie nicht mehr zusammensetzen kannst. Hoffen wir, ja. Komm. Die Wolken haben so vielfältige Formen, ja? Vergleichbar mit Schneeflocken, ja? Das schafft kein Computer. Das würde ja der Laser auch nicht greifen. Ja. Theresa! Hallo, Bernhard. Hallo. Ich glaube, mir ist heute Nacht was klar geworden und ich muss dir das sagen, Paul. Was ist passiert? Ich lasse euch mal allein, okay? Nicht nur du. Auch ich will noch was aus meinem Leben machen. Was meinst du damit? Dass ich seit gestern wieder weiß, wie es sich anfühlt, wenn sich jemand wirklich für mich interessiert. Ach, deshalb war dein Handy abgeschaltet die ganze Zeit. Ich habe noch mal versucht, dich anzurufen. Zu Hause warst du auch nicht die halbe Nacht. Die ganze Nacht, Paul. Ah, du warst bei Lena, Weibertratsch. Bist eingeschlafen. Das ist offenbar alles, was du mir noch zutraust, ja? Schön gemütlich im Lehnstuhl die Beine hoch, während du dir die Wolken anschaust. Aber so weit bin ich noch lange nicht, Paul.
Wo warst du, Theresa? Wo warst du? Ich habe mit Christian am See übernachtet. Du hast was? Wir haben geredet, Wein getrunken, die Wolken angeschaut. Zusammen. Nicht so wie wir, jeder voneinander getrennt. Wie lange, Paul, leben wir schon so? Hä? Im Alltag, die gewohnte Routine und dann, wenn es schön und aufregend wird, so weit voneinander weg. Du hier oben auf dem Berg, ich unten bei meinen Feriengästen. Also und mit Christian war es schön und aufregend. Du hast dich in diesen Anwalt verliebt. Theresa, der Mann ist viel jünger als du. Vielleicht stimmt das ja, was die Psychologen sagen. In einer gewissen Lebensphase passen Gleichaltrige immer weniger zusammen. Höher? So? Ja, mehr nach rechts. Gut. Sag mal, wo wart ihr eigentlich gestern alle die ganze Nacht? Ja, Paul war auf der Wetterwarte und Theresa und ich am See. Ist gut so? Bisschen mehr nach rechts noch. Okay. Die ganze Nacht. Ja, wir hatten zu viel getrunken und dann sind wir dort geblieben. So, so, zu viel getrunken habt ihr. Du, Theresa und ich haben uns einfach nur gut angefreundet. Gut angefreundet habt ihr euch. Hm. Sag mal, kann es sein, dass du... Was? Es ist alles gut. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich wäre auch gern mit dir am See gewesen. Vielleicht lieber mit dir. Bestimmt lieber mit dir. Flugzeug in 2 Stunden hier. Wie oft? Einmal im Monat? Mit Akten, PC und deinem Smartphone? Ich habe das schon einmal gesagt, ich brauche keinen reichen Mann. Ich will einfach einen Mann, der für mich und Tim da ist. Lena, pass auf, wir müssen doch erstmal raus. Ich habe schon alles mal gehabt, Christian. Weißt du, ein Mann, der unter der Woche ständig unterwegs war, am Wochenende überarbeitet und ständig schlecht gelaunt. So ist Tim aufgewachsen. So will ich einfach nicht mehr leben. Ich habe dir doch gesagt, dass ich dabei bin, mich zu verändern. Weil du am Wochenende einmal einen Ausflug mit mir machen willst. Männer wie du ändern sich nicht. Geh jetzt lieber. War dir auch nicht gut gelaufen? Männer wie Paul ändern sich nicht. Ich schon. Ich kann mich ändern. Ich weiß, dass du dich ändern kannst, Christian. Du
bist ja schon dabei. Genau das habe ich Lena auch gesagt. Ja. Du hast mit Lena über uns gesprochen? Über uns, nein. Über uns, über Lena und mich. Ich habe mich in Lena verliebt und sie glaubt einfach nicht, dass es funktioniert. Du hast dich in Lena verliebt? Na gut, Theresa, hab ich da irgendwas durcheinander gebracht? Nein, 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 hast du nicht. Ich bin bloß ein bisschen durcheinander, weil ihr so gar nicht. Wann ist das passiert? Irgendwann zwischen Spülmaschinenreparatur und Wetterkarte aufhängen. Wie romantisch, ja. Das tut mir so wahnsinnig leid, Theresa. Ich habe überhaupt nicht. Und jetzt? Keine Ahnung. Lena glaubt, dass es auf eine Beziehung übers Internet hinauslaufen würde. Wir leben in einem mobilen Zeitalter. Du kannst doch umziehen. Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie ja recht. Ich bin ein erfolgreicher Anwalt. In einer erfolgreichen Kanzlei. Ob das alles Sinn macht? Das fragst du mich jetzt. Versuch's halt. Tut mir leid, dass ich vorhin. Und? Was und? Kannst du spüren, welches deine Finger sind und welches meine? Nein. Ich weiß, dass SMS und E-Mail nicht gerade sehr romantisch sind, aber vielleicht können wir es uns ein bisschen romantisch machen, indem wir uns jeden Abend anrufen und uns erzählen, was wir so am Tag erlebt haben. Und wenn wir dann müde werden, dann schlafen wir einfach mit der Stimme des anderen ein. Ich will nicht nur deine Stimme hören. Ich will dich anfassen können. Deshalb komme ich so oft ich kann. Und Timmy, wenn die Schiffe im Hamburger Hafen gefallen, dann kannst du sicher sein. Aber. Und wenn du mich dann noch willst, dann wird Bayern um einen Hamburger Anwalt reicher. Du hast mir was versprochen. Tim? Ich hasse dich.
Du musst das nicht für mich machen. Ich habe nie etwas von dir verlangt, Theresa. Jede Entscheidung, die du getroffen hast, war freiwillig. Nur jetzt habe ich was von dir verlangt. Oder besser gesagt, ich habe es erhofft. Ein wenig Verständnis für mich. Um meine Gefühle. Und dafür, dass so eine Veränderung nicht einfach ist. Ich habe einfach ein bisschen Zeit gebraucht. Auch für Mexiko. Und ich wollte jetzt mit dir dahin fahren. Aber du... Paul, ich... Du hast nichts Besseres zu tun, als dich zu verlieben. Klar, ich habe ja gewollt, dass du für was brennst. Paul, bitte. Lass uns in Ruhe drüber reden, ja? Und an deine Wetterinstrumente habe ich mich doch längst gewöhnt. Du hast mich immer noch nicht richtig verstanden, Theresa. Ich tue das hier nicht für dich. Vielleicht passen wir ja wirklich nicht zusammen. Vielleicht haben wir uns ja einfach auseinandergelebt. Verliebt hat. Und ich muss in den Knast. Was kommt raus? Warum musst du ins Gefängnis? Wegen dem Rad. Ja, das ist ein neues Fahrrad. Von deinem Papa. Du darfst es niemandem erzählen. Ich war das. Das mit dem Ferienhaus. Im Internet. Du? Du hast den Christian reingelegt. Aber nur einmal. Weil dann hatte ich das Geld ja genau zusammen. Muss ich ins Gefängnis? Was du musst es jetzt deiner Mutter sagen und dem Christian, und zwar sofort. Komm. Was hast du getan? Er ist auf diesen Blödsinn nur gekommen, weil sein Vater ihm immer ein neues Fahrrad versprochen, es aber nie eingehalten hat. Und ich habe kein Geld, um es ihm zu kaufen. Aber deshalb wird man nicht zu einem Betrüger-Team. Muss ich jetzt ins Gefängnis? Schau mal, du bist 12 und noch gar nicht strafmündig. Außerdem ist ja schon auch ein bisschen mein Fehler, dass ich drauf reingefallen bin. Bist halt ein cleveres Kerlchen, was? Das heißt aber nicht, dass du von mir keine Strafe bekommst. Du wirst das Fahrrad zurückbringen und Christian sein Geld zurückgeben. Komm mal mit. Das war so schnell. Wow. Wahnsinn. Wow. Das war genial. Ich habe alles versucht, aber ich kam dir einfach nicht hinterher. Ja. Wollen wir nochmal? Komm. Hey, wo wart ihr denn? Wir waren rodeln und es war so genial. Tim hat einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Wow. Komm, Tim, pack mit an. Ist alles deins. Er ist ein richtiger Draufgänger. Ja? Ja. Er hat das richtig gut gemacht. Hallo, Bernhard. Ich habe eine Bitte. Verdammt nochmal.
Herr Sommer? Ach, du bist das, Bernhard. Ja. Ja, ja, natürlich komme ich, habe ich versprochen. Wenn du mich brauchst, dann komme ich. Ja, kann übrigens gleich bei dir einziehen. Hab nämlich kein Zuhause mehr. Ich hab's schon mitgekriegt, dass in einem gewissen Alter Gleichaltrige doch besser zusammenpassen. Solange man aufeinander schaut. Wir, Paul, haben irgendwann aneinander vorbeigeschaut. Du warst immer so selbstständig und ich war zufrieden. Ja, weil du dein Leben nicht verschoben hast, so wie ich. Aber wenn man etwas so lange verschiebt, worauf man sich so freut, dann hat man keine Zeit mehr, darauf zu warten, bis der andere soweit ist. Theresa, ich war soweit. Du hast die Tickets zerrissen. Du hast dich in Christian verliebt. Ja, weil er in dem Moment genau das hatte, was ich so gern von dir gewollt hätte, Paul. Ja, und jetzt? Jetzt erzählst du mir mal, was du hier oben so faszinierend findest. Das habe ich doch schon so oft. Aber jetzt höre ich dir zu. Weißt du, wenn du hier oben bist, dann entgeht dir nichts. Nicht die vielen unbekannten Insekten, die der Südwind über die Alpen treibt. Kein Vulkanausbruch. Kein Staubkorn, das irgendetwas zu erzählen hat. Aber es sind nicht nur die schönen Dinge, auch die wichtigen. Wir kriegen jedes radioaktive Fürzchen mit, das irgendwo in Europa gelassen wird. Und als in Japan die Erde so fürchterlich gebebt hat, da hat das unser Seismograph hier auch aufgezeichnet. Das war für mich immer die Welt, die du irgendwo anders gebraucht hast. Und jetzt erzähl du mir von deiner. Das habe ich doch schon so oft. Aber jetzt höre ich dir zu. Es ist dieses Prickeln. Jedes Mal, wenn ich meinen Fuß in ein neues Land, auf einen neuen Kontinent setze. Es riecht anders, es schmeckt anders. Jede Stadt, jeder Landstrich hat seine eigene Melodie, seinen eigenen Rhythmus, seinen eigenen Klang. New York zum Beispiel, diese Hektik, das Brodeln, das Schnelle. Oder Nepal, diese Stille, diese Gelassenheit. Nur du, Paul. Du hast mir immer gefehlt. Nepal ist vielleicht ein bisschen weit. Südtirol tut's doch auch, oder? Südtirol ist perfekt. Ciao. Servus. Viel Spaß. Macht's gut. Gute Reise. Klein gegen Groß ist wieder